Hallo und herzlich willkommen bei Lorella.de, wo wir uns heute einigen weiteren Facetten der Wahrscheinlichkeit widmen. Und dazu schauen wir uns wieder einen Münzwurf an, diesmal einen dreimaligen Münzwurf, das heißt, wir werfen die Münze dreimal und schauen, was für Ergebnisse herauskommen können. Und die Frage, die wir uns anschauen wollen, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass bei dreimal Münzwerfen genau einmal Zahl kommt? Und das können wir natürlich wieder mit unserer Laplace'schen Regel ausrechnen. Allerdings bietet sich es dann an, später bei den größeren Rechenoperationen dann etwas anderes zu machen und nicht mit dem Laplace'schen Gesetz vorzugehen, nämlich mit dem Baumdiagramm. Ein Baumdiagramm sieht folgendermaßen aus. Wir fangen an, einem Ausgangspunkt, und skizzieren die ersten beiden Möglichkeiten beim allerersten Münzwurf. Das wäre natürlich zum ersten das Wappen oder die Zahl. So fängt das Baumdiagramm an. Man schreibt dann jeweils auf die einzelnen Wege, die einzelnen Pfade, die jeweilige Wahrscheinlichkeit. Wir wissen ja, das ist beides gleich wahrscheinlich, nämlich genau ein halb. Dann macht man weiter, der zweite Münzwurf, da geht man hier oben weiter. Da besteht natürlich auch wieder die Möglichkeit, entweder Wappen oder Zahl. Hier unten natürlich genauso. So, jetzt haben wir die Münze zweimal geworfen. Jetzt müssen Sie noch ein drittes Mal werfen. Und hier mit diesem Baumdiagramm wieder die Wahrscheinlichkeiten jeweils ein halb. Mit diesem Baumdiagramm haben wir alle Möglichkeiten abgedeckt, die möglich sind. Das sind genau diese acht Möglichkeiten. Die erste wäre Wappen, 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 das heißt dreimal Wappen. Die zweite wäre Wappen, Wappen, Zahl zum Beispiel. Das wäre zum ersten beiden Mal Wappen, dann am Ende Zahl und so weiter. Und unsere Aufgabe ist jetzt zu schauen, wie wahrscheinlich es genau einmal Zahl. Das heißt, wir schauen genau die Ausgänge an von diesen acht Ausgängen, bei denen genau einmal Zahl vorkommt. Nun, wir sehen hier dreimal Wappen, da kommt die Zahl gar nicht vor. In dem zweiten Pfad Wappen, Wappen, Zahl, da kommt sie einmal vor, also machen wir hier ein Kreuzchen. Wappen, Zahl, Wappen, da kommt sie auch einmal vor. Wappen, Zahl, Zahl nicht, da kommt sie zweimal vor. Zahl, Wappen, Wappen, kommt sie wieder einmal vor. Hier kommt sie zweimal vor, hier auch zweimal und hier dreimal. Also haben wir genau diese drei Ausgänge, bei denen genau einmal Zahl vorkommt. Und jetzt können wir die Wahrscheinlichkeiten dieser drei Ausgänge ausrechnen. Und zwar, das funktioniert ganz einfach. Die Wahrscheinlichkeit für Wappen, Wappen, Zahl schreibe ich als P von Wappen, Wappen, Zahl, ist gerade einfach die einzelnen Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Das heißt, ein halb, von hier nach hier ein halb, mal ein halb, mal ein halb. Das nennt sich die sogenannte Pfadmultiplikationsregel, dass man die einzelnen Pfade multiplizieren muss. Nun, ein halb mal ein halb mal ein halb ist ein Achtel. Nehmen wir uns den zweiten Pfad vor. Das ist die Wahrscheinlichkeit von Wappen, Zahl, Wappen. Da sehen wir wieder ein halb, dann mal ein halb und dann wieder mal ein halb. Ergibt wieder ein Achtel. Gleiches Spiel beim dritten. Wahrscheinlichkeit von Zahl, Wappen, Wappen entspricht ein halb mal ein halb mal ein halb, wieder ein Achtel. So, und jetzt sind wir soweit, uns die Frage beantworten zu können, indem wir einfach alle drei zusammenrechnen. Also die Wahrscheinlichkeit P von genau einmal Zahl kann man einfach ausrechnen, als diese drei Werte addiert. Das heißt, ein Achtel plus ein Achtel plus ein Achtel, das ergibt drei Achtel. Oder 37,5%. Diese Regel, dass man am Ende, wenn man das gesamte Ereignis berechnen möchte, alle einzelnen Pfade addieren muss, das nennt sich die Pfadadditionsregel. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man mit Baumdiagrammen Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kann. Danke.